von irgendwoher. Da ist er. Liebe Barbara, liebes Festpublikum, mit einer solchen Laudatio auf Barbara Schöneberger kann man sich natürlich nur blamieren. Barbara hat eine unvergleichliche Bühnenpräsenz. Wer sie auch nur einmal bei einer Veranstaltung erlebt hat, weiß, wie frech und treffsicher, aber niemals verletzend ihr Humor ist. Die unverschämtesten Witze macht sie immer über sich selbst. Sie ist ein ungeniertes Genie. Deshalb dachte ich mir, ich packe den Stier bei den Hörnern und komme in Barbara Gelb und mit Barbara Fanaccessoires. Till Schweiger hat recht. Das mit dem Medienpreis ist ein Irrtum. Jedenfalls, wenn man glaubt, dass Barbara diesen Preis für ihre großartige Moderatorenkarriere bekommt, sei es für ihr kongeniales Doppel mit Hubertus Meyer-Burckhardt in der NDR Talkshow, für ihr legendäres Blondes Gift oder ihre Sendung mit Gottschalk und Jaucht. Es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass Barbara diesen Preis für ihre Karriere als Musikerin bekommt. Sie hat immerhin schon 4 Platten produziert. Die erste trug übrigens den genialen Titel »Jetzt singt sie auch noch«. Nein, Barbara Schöneberger bekommt diesen Preis nicht weil, sondern obwohl sie ein bekanntes Fernsehgesicht ist. Sie bekommt diesen Preis, weil sie eine Medienmacherin ist mit 2 außergewöhnlichen Erfolgen. Das unterscheidet sie von allen anderen TV-Stars, die in der Vergangenheit nominiert, aber nie ausgezeichnet wurden. Vor 5 Jahren hat Barbara gemeinsam mit Julia Jäkel von Gruner und Jahr die Zeitschrift Barbara erfunden und aus der Taufe gehoben. Insider wissen, dass sich die beiden heute sogar ein wenig darüber streiten, wer mehr zu der Idee beigetragen hat. Barbara ist nicht nur ein toller wirtschaftlicher Erfolg, die Zeitschrift schreibt seit der ersten Ausgabe schwarze Zahlen, sondern hat gleich ein ganzes neues Segment begründet, das Segment der Personality-Magazine. Und Barbara, diese nicht ganz normale Frauenzeitschrift, hat für sich den ewigen Optimierungswahn der Frauenmagazine radikal abgeschafft. Im Frühjahrsheft titelt sie dann auch mal: Gerade sind wieder alle auf Diät, da machen wir aber nicht mit, oder? Oder auf einem anderen Heft: Du siehst ja ganz schön alt aus. Und immer mit Barbara auf dem Cover und jedes Mal überraschend anders. Und das, obwohl Barbara unfähig ist, sich zu verstellen. Deshalb ist ihre Zeitschrift so, wie sie ist. Authentisch, optimistisch und auch mit den festen Werten ihrer gutbürgerlichen bayerischen Herkunft. Barbara, die Zeitschrift, entsteht bei Gruner und Jahr am Baumwall in Hamburg. Barbara, die Blattmacherin, verbringt jeden Tag, jeden Monat mehrere Tage in der Redaktion. Es ist ihr Inhalt, ihre Haltung, die zum Ausdruck kommt und auch ihr Editorial. Und wenn sie nicht in der Redaktion ist, geht sie mit Freude in die Kantine, weil da die Fritten noch besser sind als der Salat. Und der Umsatz der Zeitschrift wächst und wächst und die Auflage liegt stabil bei über 100.000 Heften. Und damit nicht genug. Unter ihrer Marke vertreibt sie Tapeten, Koffer und vieles mehr. Alles mit Herz und Hirn selber ausgewählt und genauso gemacht, wie sie es für am besten hält. Doch für Barbara, die verheiratete Mutter von 2 Kindern, ist das nicht genug. Deshalb startete sie im Herbst 2018 mal locker ein 24-stündiges Radioprogramm. Barbara Radio heißt es, und auch da ist Barbara voll involviert. Die Süddeutsche stöhnte sogar zum Start: Allmählich wird die Frau ein Fall fürs Kartellamt. Aber das hat sich Gott sei Dank noch nicht in geniale Formate eingemischt, wie den Podcast mit den Waffeln einer Frau, bei dem Barbara jede Woche Promis mit selbstgebackten süßen Waffeln pikante Geheimnisse entlockt. Oder Expedition ins Bierreich, eine Sendung für Frauen über Männer. Der Horizont Award wird seit 1983 verliehen. Ein Blick in die illustre Liste der Preisträger zeigt, dass es erst ganz wenige Medienmacher geschafft haben,
in mindestens zwei Mediengattungen zu reüssieren. Helmut Markwort und Stefan Aust ist das gelungen, beiden als Zeitschriftenmachern und dazu noch im TV bzw. Radio. Ist das ein anmaßender Vergleich? Warten wir es ab. Barbara hat noch viele Jahre Zeit und mehr Schaffenskraft als ein ganzer Bus voller Medienmacher. Was sie antreibt? Da geht es ihr ähnlich wie Mick Jagger. Ja, Mick Jagger. Über den schrieb der Rolling Stone nämlich einmal: Wir alle denken, Mick Jagger sei ein brillanter Sänger und ein guter Geschäftsmann. In Wirklichkeit ist das umgekehrt. Das trifft, so ein enger Weggefährte, auch auf Barbara zu. Auch bei der Lust am Geld verdienen und genießen ist sie ein ungeniertes Genie. Wer sich jetzt immer noch fragt, ob Barbara Schöneberger den Preis als Medienpersönlichkeit des Jahres verdient hat, dem kann ich abschließend noch zwei endgültige Beweise liefern. Zum einen hat sie nach 10 Semestern das Soziologiestudium ohne Abschluss hingeschmissen und ist damit als Journalistin perfekt qualifiziert. Und wem das immer noch nicht reicht, den liefere ich zweitens den amtlich anerkannten Nachweis, dass Barbara eine Medienschaffende ist. Sie hat seit 5 Jahren den Gruner und Jahr Hausausweis. Liebe Barbara, herzlichen Glückwunsch zum Horizont Award 2020 und jetzt gehört sie endlich wieder dir, deine Bühne.